Motorhaube zu öffnen, ist diese zuerst mit einem Hebel an der linken A-Säule unterhalb des Armaturenbretts zu entriegeln. Anschließend, wie gezeigt, den Sicherheitshaken lösen und die Haube öffnen. Zwei Gasdruckdämpfer halten die Haube offen. Nach Öffnen der Motorhaube bei ausgeschalteter Zündung und kaltem Motor ist die Kontrolle folgender Flüssigkeitsstände leicht möglich: Kühlflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit, Motoröl sowie Bremsflüssigkeit. Die Batterie hingegen ist wartungsfrei.